Komm dann, war meine lieben Leute, was geht ab? Ich bin's Kaido Arcane. Ich begrüße euch alle ganz herzlich zu einem neuen Detektiv Conan Video. Vorab, das Video wird ein Zweiteiler. Im ersten Teil, den seht ihr heute übrigens, geht es um einen Clip, der am gestrigen Tag in dem Valentinstag veröffentlicht wurde. Zu sehen kriegen wir hier Ran und Kazuhana in einem Mädchengespräch über die Liebe, über Heiji, über Conan und natürlich über Shinichi. Ich habe probiert, grobe Sätze zu übersetzen, den Kontext zu bilden und einfach euch mal den Inhalt wiederzugeben. Der Link zu dem Video ist selbstverständlicherweise in der Videobeschreibung. Das heißt, wenn einer von euch gut Japanisch kann, kann er mal zu dem Wohle aller den gesamten Text übersetzen und in die Kommentare reinballern. Im nächsten Teil, also im zweiten, den werdet ihr dann morgen, denke ich mal, zwischen 13 und 14 Uhr sehen, geht es etwas theoretischer zu, denn da möchte ich über den 21. Kinofilm philosophieren, was meiner Meinung nach passieren wird. Dieser heißt übrigens Karakurenai no Raburetta, auf Deutsch der hochrote Liebesbrief, läuft übrigens erst am 15. April 2017 in den japanischen Kinos an. Ja, was krasses passieren wird und wie ich darauf komme, werdet ihr, wie gesagt, alles morgen erfahren. So, wir haben hier also Kazuha und Ran, die über Mädchensachen reden. Natürlich geht es auch über die Liebe. Und am Anfang kommt Heiji ins Gespräch. Da denkt man sich so, okay, Heiji, der kann doch mal seinen Gefühlen freien Lauf lassen. Und da gehen wir mal ganz kurz zurück. Denn wir wissen, Kazuha und Heiji haben eine Beziehung mehr oder weniger. Und Shinichi und Ran. Das Problem dabei ist, dass Shinichi und Ran schon weiter fortgeschritten sind. Denn Shinichi hat ja Ran die Liebe gestanden. Und zwar in London, ja. Bis dato kam aber noch kein Feedback, keine Antwort von Ran. Bei Heiji und Kazuha ist es anders. Heiji hat zwar in der Folge 323 probiert, unbemerkt verdächtig Kazuha seine Liebe zu gestehen. Ihm hat dann zu guter Letzt aber der Mut gefehlt. Ganz wichtig, Spoiler für die Leute, die im Kapitel nicht 962 sind, sollten jetzt ausmachen. Denn da taucht eine neue Figur auf, die meiner Meinung nach einen erheblichen Einfluss auf die Story, zumindest auf die Beziehung von Kazuha und Heiji, Einfluss haben wird, nämlich Momiji Oka. Wir sehen hier, Heiji und Conan lösen einen Fall wieder gemeinsam und dann sagt so Heiji zu Conan: los, ich zeig dir jetzt mal, wie man seiner Geliebten die Liebe gesteht. Packt Kazuha an der Hand, geht mit ihr zum See, romantisches Feeling, alles krass. Aber wie es immer so ein Detektiv Conan ist, gerade wo er sagen wollte, ja, ich liebe dich und sowas, kam dann die Polizei, ja, hat sich mit Helikopter abgeseilt und so wurde natürlich das gesamte Ambiente zerstört und er hat es schließlich dann doch nicht übers Herz gebracht, ihr seine Liebe zu gestehen. Ja, das Coole ist, am Ende des Falls sehen wir eine Person, ja, nämlich Momiji Oka. Der Fall wurde dann natürlich gleich ausgestrahlt in der Zeitung und im Internet konnte man das dann sehen. Heiji hat wieder einen Fall gelöst. Und da sehen wir eine 17-jährige Oberschülerin, wie gesagt, Momiji Oka aus Kyoto, die dann den Fall über ihr Smartphone angezeigt bekommt und sieht dann Heiji. Und in dem Moment, wo sie Heiji sieht, ich zitiere, sagt sie: sieh einer an, er ist ziemlich erfolgreich, nicht wahr? Mein zukünftiger Ehemann. Das heißt, Obacht, Kazuha, Obacht, hier ist auf jeden Fall eine Rivalin, eine Konkurrentin für dich am Start. Das heißt, wir haben hier mehrere Versuche von Heiji gehabt, seine Liebe zu gestehen, ist aber nie durchgedrungen. Bei Shinichi haben wir es, ja, aber Ran, wie gesagt, noch kein Feedback gegeben. Und dann reden sie halt so weiter und dann sagt auch Kazuha zu Ran: was ist mit Shinichi? Er hat ja dir deine Liebe gestanden in London. Ja, vor dem Big Ben, war sehr romantisch und so weiter und so fort. Da sagt aber Ran so ein bisschen wehmütig: ja, es kam aber auf gezwungene Art und Weise. Das heißt, wir wissen, okay, Shinichi meint es natürlich eigentlich ernst so, weil so ein Liebesgeständnis ist halt einfach mal nicht so schnell gesagt. Aber Ran denkt, dass es irgendwie erzwungen wurde, dieses Liebesgeständnis. Und deshalb nimmt sie es nicht für voll. Was natürlich jetzt auch die Konsequenz hat, dass sie darauf gar nicht antworten möchte. Denn im Endeffekt hört man dann noch sowas aus dem Kontext wie: wenn Shinichi es ernst meint, wird er sich da nochmal zeigen und mir seine Liebe erneut gestehen. Das Problem ist aber natürlich, Shinichi wartet ja auf die Antwort von Ran und irgendwie mit zunehmender Zeit verliert er ja auch so ein bisschen die Hoffnung. Wie wir aber wissen, die Hoffnung stirbt zuletzt. Und dann wurde noch ganz interessant der Begriff Conan einfach mal so eingeräumt. Und dann war kurze Stille und dann sagt Ran was ganz Geiles, und zwar hofft sie sich einst mit Conan und mit Shinichi zusammen sein zu können. Das heißt einfach Conan in der Gegenwart und natürlich dann mit Shinichi eine Beziehung zu führen. Das geht natürlich nicht, weil wir wissen, Conan und Shinichi sind ein und dieselbe Person. Und Leute, ich sage nur mal jetzt so als groben Spoiler für meine Theorie, die dann bald kommt, was Ran und Shinichi betreffen wird, ob sie zusammenkommen oder nicht. Leute, wir sind hier bei Detektiv Conan und nicht Detektiv Shinichi. Der Hauptprotagonist ist und bleibt Conan Edogawa.
Und das möchte ich noch nicht sagen, aber Gosho Oyama hat auch mal angemerkt, dass Conan sein Lieblingscharakter ist, meine lieben Leute. Das ist ein Anime bestimmt für eine gewisse Zielgruppe. Es geht nur um Conan Edogawa, er ist der Hauptprotagonist. Und jetzt könnt ihr einfach mal weiterspinnen, ich sage gar nichts mehr. Ich hoffe, diese ganz kurze Videoanalyse hat euch gefallen. Wie gesagt, der Trailer dazu, beziehungsweise der Link zu dem Video, ist in der Beschreibung. Also, wir sehen hier, Kazuha, Ran sind sich ihren Gefühlen zwar irgendwie bewusst, warten aber auf den jeweiligen Step der anderen Person. Und natürlich, was jetzt auch im 21. Kinofilm behandelt wird, ist dann natürlich die Story, beziehungsweise der Hauptzweig der Story ist die Beziehung von Kazuha und Teiji Hattori. Wie wird sich entwickeln, denn Momiji Oka taucht ja dann auch in dem Kinofilm auf. Das wird auf jeden Fall ganz heißes Eisen, aber wir wissen, Heiji muss im Endeffekt entscheiden. Nicht Kazuha, nicht Oka, sondern ganz allein Heiji Hattori. Damit verabschiede ich mich. Es gibt nur eine Wahrheit, ich finde sie. Bis zum nächsten Mal, euer Kaito Akai. Boom.